Ich möchte Ihnen heute unseren Anzeigenmarkt www.kleinanzeigen-a-z.de vorstellen. Es können private und gewerbliche Anzeigen kostenlos geschaltet werden. In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie eine private Anzeige aufgeben können. Klicken Sie auf den Button Anmelden. An dieser Stelle wählen Sie zwischen einer privaten und einer gewerblichen Anzeige aus. Suchen Sie sich einen Namen für Ihr Benutzerkonto und vergeben ein Passwort, das mindestens 6 Zeichen enthält. Sie können Buchstaben und Zahlen verwenden. Das Passwort darf nicht länger als 15 Zeichen sein. Sie haben unsere AGBs gelesen, dann machen Sie hier bitte ein Häkchen rein. Nun noch auf Anmelden klicken. Sie sollten folgendes Bild auf Ihrem Bildschirm sehen. Es wird Ihnen eine Mail mit einem Bestätigungslink zugesendet. Sollten Sie keine Mail bekommen, schauen Sie in Ihrem Spam-Ordner. Bestätigen Sie nach Erhalt der Mail diesen Link. Hier geht es dann weiter zum Login. Benutzen Sie hier Ihren bereits vergebenen Namen und Passwort zum Einloggen. Nun kommen Sie in Ihren persönlichen Login-Bereich. Auf der linken Seite finden Sie alle Rubriken, die Sie nutzen können. Füllen Sie als erstes Ihr Profil aus. Dies ist notwendig, damit unser Anzeigenmarkt nicht für unseriöse Anzeigen ausgenutzt wird. Alle Anzeigen, die ohne Adresse oder falsche Adresse aufgegeben werden, können von uns ohne Benachrichtigung gelöscht werden. Die Felder mit Sternchen sind Pflichtfelder und müssen ausgefüllt werden. Für Privatanzeigen müssen keine AGBs ausgefüllt werden. Wenn Sie nun nach unten scrollen, können Sie Ihr Passwort ändern, wenn Sie möchten, und alles speichern. Jetzt geben wir unsere erste Anzeige auf. Dafür klicken wir auf der linken Seite im Menü Anzeige aufgeben. Suchen Sie hier Ihre passende Kategorie aus. Füllen Sie die Felder aus. Wenn Sie alles richtig gemacht haben, erscheint ein grünes Häkchen. Wählen Sie einen aussagekräftigen Titel und beschreiben Sie Ihren Artikel so ausführlich wie möglich. Dies hilft Ihnen, bei den Suchmaschinen weiter vorne platziert zu werden. Weiter unten fügen Sie noch den Preis, Mehrwertsteuer ja oder nein, Selbstabholung und so weiter aus. Wenn Sie noch weiter nach unten scrollen, können Sie Bilder und ein Video hochladen. Falls Ihre Bilder nicht angenommen werden, verkleinern Sie sie und versuchen es erneut. Jetzt speichern und Ihre Anzeige nochmal kontrollieren. Noch ein Klick auf Anzeige endgültig einstellen und Sie haben es geschafft. In ein paar Minuten wird Ihre Anzeige auf der Startseite erscheinen. Sie haben natürlich auch noch andere Möglichkeiten in Ihrem Login. Sehen Sie sich in Ruhe um.